Ich bin kein großer Redner. Dafür habe ich dieses schöne Hemd angezogen. Schauen Sie dieses wunderbare himmlische Blau. Blau verfügt über unbegrenzte Energie für Konzentration. Die brauche ich noch. Tanze für YouTube. Eine kleine Gleichgewichtsübung. Diese zwei da drüber. Schön im Gleichgewicht. Als Krönung diese Gabel obendrauf. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Aber es scheint zu gelingen. Und dann das Ganze noch drehen, ohne dass die Gabel runterfällt. Ja. Kräfte bündeln durch Konzentration ist der Schlüssel für Erfolg. Haben wir aber gut gemacht. Eine Gabel, die schwimmt. Das haben Sie wohl noch nie gesehen. Probieren wir mal. Schauen Sie, die Gabel, sie schwimmt. Wie ein Schifflein. Wir haben die Schwerkraft besiegt. Das ist eine massive Silbergabel. Silberlöffel natürlich. Entschuldigung. Die möchte ich jetzt da ein bisschen verlängern. Also halte ich sie hier und ziehe da. Und dann immer schön brav ziehen. Und es scheint, sie wird länger. Wenn man den Glauben hat, der Berge versetzt, dann sollte doch das gelingen. Auch mit dem Löffel, dass er länger wird. Ja. Ja. Noch ein bisschen. Und jetzt haben wir es geschafft. Das ist eine Silbergabel, die habe ich in die Länge gezogen und einen Knoten gemacht. Einmal angetippt, wippt sie unaufhörlich, wie ein Perpetuum mobile. Eine schöne Skulptur. Das ist der nächste 5 Franken Schweizer Münze. Mal schauen, ob es gelingt. Tatsächlich, die Münze, sie schwimmt. Phänomenal. Schweizer Franken oben auf. Ohne Trick. Hier haben wir ein kleines Auto. Da ist garantiert kein Motor drin. Ich lege es jetzt mal so dahin und versuchen das Auto zu bewegen, ohne es zu berühren mit dem Finger. Sehen Sie, es bewegt sich. Man kann im Leben viel bewegen, wenn man daran glaubt. Aus diesen Euromünzen baue ich jetzt ein Türmlein. Man könnte die Euromünze hier oben auch noch drehen. Aber das ist riskant, dass sie runterfällt. So,
sie sich gedreht. Wir haben es geschafft. Mit Sorgfalt und auch Disziplin bleibt der Euro oben, und das ist gut für alle, wenn er nicht abstürzt.